Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Das 19. Wir werden jetzt hier in Dascha zurückfahren. Hat den Kurs nun errechnet und gespeichert. Und jetzt können wir das entsprechend wieder retour bringen. Ist ja um die Ecke. Diesmal können wir das Schneidwerk vorne ausklappen. Wir wollen ja kurz ein bisschen schwenken nach rechts. Oben rabiat, ne? Ja. Nebenbei wird noch Stroh gesammelt auf Feld Nummer 1 und 21. Blocking. Muss er gerade warten, muss ich anstellen. Ich habe es wieder rausgefunden, wie das geht mit Courseplay. War nicht so einfach. Durch Zufall. Ich habe das bei Outrise gesucht, die Funktion, aber die war ja bei Courseplay. Die Gerste kann man noch in Lager kippen. Für Weiz ist leider voll. Ja, leider. Müssen wir bei Gelegenheit eine Ladung nach Dings fahren. Zum Malzfabrik, da ist garantiert Platz. Die Brauerei wird auch Platz haben, denke ich mal. Aber das muss warten. Ne? Brauerei können wir einstellen, theoretisch im Fahrer und die Malzfabrik. Dann muss ich gucken, dass ich da auch so einen Kurs habe. Wieso blockiert er jetzt? Mal gucken. Der steht. Wieso steht er? Muss ich mal gucken, was da los ist. Aber erstmal werden wir den entsprechend wegstellen. War schon mal Zeit haben. Das ist das ungünstig. Ich habe nie Zeit. Man sieht, wenn das nicht läuft, dann muss man ein bisschen aktiv werden. Ne? Mal gucken, wo ich die hinstelle. Den muss man eigentlich vorne reparieren und waschen. Zumindest reparieren. Dann stellen wir ihn mal eigentlich da, wo der. Da können wir es reinstellen. Ja, das Platz. Da kommen auch die Schneidwerke sowieso rein. Der andere Drescher ist noch auf dem Acker, glaube ich. So, hier, gucken wir. So, Stroh. Warum will er nicht jetzt? Lassen, abfahren. Aktiviert. Da geht nichts einstellen. Stroh, Hochsilo. Schaue hier rein. Auffüllen, entladen, auffüllen. Nochmal gucken. Ist jetzt aktiviert, ne? Okay. Und hier. Einstellen. Müsste ja eigentlich normalerweise jetzt zum Hof fahren. Ja, macht er, okay. Sonst würde er zum Feld fahren. Naja, er fährt zum Feld, ne? Oder? Oder er fährt zum Punkt 1. Kann auch sein. Aber das kann ihn nicht interessieren. Wir müssen weitermachen. Dünger? Nee. Ich wollte den anderen Düngerstreuer wegnehmen. Vom und seinen Platz, damit wir den anderen Drescher stellen können. Ne?
Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wenn ich mir richtig gucke in den Datumsreihenfolge, müsste die Folge heute am Samstag kommen. Nicht wundern, ich nehme immer Schnitt 7 Folgen auf am Stück. Das macht sie zum einen besser mit Kursplay oder Outdrive. Wenn die mal eingestellt sind, dann fahren die auch, ne? Zum Beispiel. Oder ich muss nicht mehr hier mal überlegen, was ich gerade gemacht habe, ne? Dann ist man so im flüssigen Spiel drin, ne? Das macht sie dann besser. Auf Kommentare kann ich ja mündlich immer nicht so reagieren. Aber die Menge, die aktuell kommt an Kommentaren, sage ich mal ganz vorsichtig, das mache ich schriftlich, das schaffe ich. Ne? Das ist dann ganz gut. Wenn es sehr viel ist, kann man so sagen, okay, ich schreibe nicht mehr und dann machen sie nur mündlich. Aber zurzeit ist es so, dass ich jeden, der anschreibt, auch kommentiere und antworte. Wenn die in eine Frage kommt, dann soll es so sein. Ne? Gut, bei, wenn ich so sehe, viele haben ja viele, sehr viele Kommentare, da wird es ja schon vielleicht schwierig zeitlich gesehen. Ne? Aber zurzeit ist das überschaubar. Ja, mittlerweile schön dunkel hier, ne? Ja, dunkel, ist so schummrig, ne? So. Drescher. So, vorne. Ausklappen. Absenken. Lösen. Ob das vollautomatisch auch reell geht, glaube eher nicht. Größere Dinge muss man halt immer noch manuell anschließen, Schläuche und ne, zumindest Kontrolle muss sein. Vorne und X schön zumachen, ne, ob trocken bleibt. Reparatur muss auch gemacht werden. Aber wie gesagt, das ist aktuell nicht so dramatisch. Das machen wir kurz vorher, wenn wir näher loslegen mit der Hopfenernte. Das ist ja noch was ansteht. Aber ansonsten sind wir mit der Ernte fast durch. Ne? Also ist nicht viel. Kommt noch ein bisschen Gras, kommt noch ein bisschen Heu, denke ich mal. So, dann war das schon. Ne? Heu auf jeden Fall machen. Das wäre schön mähen. Und dann nachher. In so einem Wetter hier, 30 Grad, ist schnell trocken. Normalerweise 3 Tage oder so. Dann ist es durchgetrocknet. Wir haben nur 2 große Wiesen und 3 kleine Wiesen. Ich überlege ja auch, ob ich die Wiesen so lasse und dann hier die aushalten und einspare. Aber auf der Wiese kann ich ganz gut jetzt nachher wieder Getreide anpflanzen. Ne? Getreide auf den Flächen, die ich aktuell habe. Geht laut Seasons, ja, es geht schon, ne? Aber ist ungünstig, ne? Der Ertrag wird weniger laut Berechnung, ne? So, für das unser LKW Stroh holen. Wo ist der LKW im Hof, ne, beim Schwein? Klar. Dann holen wir den nächsten Schwung Stroh, und zwar von Feld 2. Der andere ist fertig. Feld 50. So, Feld 2. So, aufnehmen. Geht ja fix, ne? Aber wie gesagt, mit Stroh, Sammelwagen geht es auch ganz gut. Geht auch zügig. Man könnte hier ein bisschen die Ballenmenge einstellen. Aktuell habe ich auf 4000. Ich habe mal schon mal früher auf 8000 gehabt. Dann hast du mit einmal fahren halt zweimal weggebracht, ne? Im Grunde, ne? Und jetzt hast du halt
Die Ballen von den Strobat-On haben einen kleinen großen Nachteil. Ich glaube, der Ballenwagen kann die gar nicht transportieren. Von der Größe her nimmt sie nicht an, erkennt das nicht. Von daher werden wir die Strohballen mal so lassen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist rein theoretisch, wenn später das DLC kommt mit den Pöttinger-Maschinen, Original-Pöttinger-Maschinen, dann mal eine andere Ballenpresse zu nehmen, wo hier das an sich nicht notwendig wäre. Ne? Hier ist ja kein. Hier rollen sie ja nicht weg, ne? Hier ist ja alles flach. Flach wie ein Brett. Mann, da haben schon viele Sallen, Ballen, ne? Man könnte ja ein bisschen tricksen, ne? Man könnte jetzt düngen, dann könnte man gruppen, dann sieht man aus, dann kommt die zweite Wachstumsstufe. Oder die erste, und dann düngt man nochmal und dann ist man fertig. Oder man macht gleich Unkrautbekämpfung, Prophylaxe, kann man sagen. Und dann hinterher, mal sehen. Vielleicht mache ich das, mal sehen. Dünger habe ich ja genug Maschinen. Sobald die Strohballen alle weg sind. Und dann wollte ich ja im Prinzip auf vielen Flächen den Raps anbauen. Ne? Weiß ja nicht genau, was jetzt in Thüringen alles kommt. Das muss ich dazu sagen, das weiß ich aktuell nicht. Da schaue ich auch ein bisschen nach Fruchtfolge. Raps geht erstmal nicht, weil das wäre jetzt, ich glaube, die Aussaat im Herbst. Da müsste ich mal gucken. Und da ist jetzt Frühling in Thüringen. Da ist ja im Grunde jetzt die Karte komplett neu gestartet. Also die Karte neuen Spielstand. Ich habe aber die Maschinen und die Kühe mit rüber genommen. Ne? Die Füllstände in den Silos nicht. Das habe ich das allermeiste habe ich verkauft, was ging. Und beim Restverkauf des Gebäudes wurde der Rest auch gut geschrieben. Ne, wegen einem Ball muss ich wieder her. Das gibt's doch gar nicht. Ist halt so, ne? So, das bringen wir auch zu den Schweinen hin. Dann haben wir drei Strohballen schon mal wieder, drei Anhänger verbraucht. Ne? Die Lose knallen wir jetzt in Hauptlager rein. Dann da ist noch Platz. Ist mir heute so eingefallen, oder gestern. Ja, gestern ist gut. Gestern in der Folge, aber heute. Ne? Und deswegen sei mal so, dann lass mal fahren. Bald Abfahrer. Das läuft ganz gut jetzt. Der eine war, anfangs wollte er nicht, aber ich musste ihn dort einstellen. Plan über Outdrive und das klappt jetzt auch. Und das finde ich super. Ich hoffe ja mal irgendwann, dass es mal, ja, wenn die das. Mein einziger Nachteil, was gerade der Kopf hat, ist die kleine Karte. Das ist halt, naja, ist halt noch nicht fertig. Das ist nochmal zu sagen. Ne? Es ist auch schon sehr weit fortgeschritten, kann man sagen. Die haben ein ganz anderes Budget. Aber wenn das, was da jetzt schon geht, hier auch dann gehen würde, dann wäre das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ne? Also, ob es dann die Grafikkarte das packen, naja gut, die neue 3080 sollte es eigentlich packen, die 3090 ist recht, aber so, hier haben wir noch einen Ballen, jetzt mal gucken, auf Feld Nummer 18 waren noch Strohballen. Oh, kommen wir wieder raus. Natürlich nehmen wir komplett auf. Unfall. So, dann kurz Spinat essen. So. Spinat wieder auskotzen, das schmeckt überhaupt nicht. Also ich bin kein Freund von Spinat, sag mal so. Also mir würde es nicht einfallen, das Wort hier zum Beispiel zu kochen, ne?
Wer es mag, kann es gerne essen. Mir ist es egal. Ich habe Schulessen, glaube ich, wo ich gezwungenermaßen das Essen mal da essen musste. Ich habe sonst immer zu Hause gegessen. War dann beim Essen immer sehr wählerisch. Es gab mal einmal gehacktes mit Kohl, das hat mir geschmeckt. Und da gab es mal Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Spiegelei und Kartoffeln habe ich gegessen, aber Spinat, okay, nee, das war nicht mein Gefall. Das war nicht so berauschend. Das habe ich im Prinzip liegen gelassen, sowas habe ich nie angerührt. Witz. Ich weiß gar nicht, wie sowas einige gerne essen. Also ich esse sowas nicht gerne. Ne? Ich bin eher so Typ für dann andere Gemüse, hier Mori, Erbsen oder ja, Blumenkohl, ne? Oder Grafioli hier in Österreich. Jo, oh, das eher. Aber ein bisschen mehr südlich schmeckt, ne? Also hier Spinat, was leicht bitter oder so kam nämlich vor Vordergeschmack. Oder hier Linseneintopf hier. Oh, grauslich. Grauslich. Gab mal bei der Armee so eine Mahlzeit hier Linseneintopf. mit viel Zucker vielleicht, ja, aber trotzdem, das war mir nichts. Zum Abgewöhnen des Essens ungefähr. Da musst du schon Cola haben ohne Ende. Also 3 Tage nicht gegessen gehabt. Dass du dann runterwirken könntest, ne? Also Hauptsache runter mit dem Scheiß, ne? Aber ansonsten würde ich so Zeug nicht essen. Nicht freiwillig. Da würde ich mir andere Dinge suchen zum Essen als Ersatz. Aber einige mögen das, ne? Und wollen es auch gönnen, das kannst du auch gerne essen. Ich nicht. Heute gibt's Stroh. Reichlich. Dann haben wir bald geschafft, ne? Dann werden wir morgen mit Düngen anfangen und mit Gruppern. Wegen Dünger einarbeiten. So Plan heute. Und dann können wir auch Fahrzeuge losschicken mit die Produktion versorgen wir. Ne? Milch kann ja gefahren werden. Das steht ja eh bei der Molkerei. Unsere Kühe müssten ja wieder Milch gegeben haben. Globaler Markt müsste auch Milch vorhanden sein. Und Getreide, einmal Weizen, einmal Gerste für die Brauerei. Und ich denke mal, wir werden Weizen Richtung Malzbrück fahren. Das als Plan, als nächstes dann die Produktion wieder aufnimmt. Dann kriegen wir Schweinefutter ab. Raps sind ja nur 2 Felder, größere Felder, das ist ja der Aufwand nicht so groß. Das sind Klacks normalerweise. Raps ist ja eigentlich mengenmäßig nicht so viel. Mit Outreif geht er ruckzuck. Einmal eingestellt, dann läuft das auch. Ne? Ballen habe ich jetzt mal 50. Spiegel sehen wir nicht viel, ne? Das ist so ein Blindflug hier. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Abonnieren, Liken, Kommentieren. Ja, bald zu spät, ne? Weil viele gucken ja nur am Anfang. Aber gut, das macht ja nichts, ne? Die Stammzuschauer, die ein länger gucken, die schauen sich auch den letzten Rest an. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Bis dann, bis morgen. Und morgen Sonntag. Seid ihr da? Ich ja. Tschüss.